Im heutigen Video schauen wir uns das komplett neue Update an. Dinge, die ihr noch nicht wusstet über dieses Update und richtig viele kostenlose Sachen. Sogar ein ganzer Skin ist kostenlos für euch. Wichtig, benutzt gerne meinen Creator-Code Savage. Schreibt euren Epic Games Namen in die Kommentare. Ich suche mal jede Woche zwei Leute aus, die einen zufälligen Skin von mir einfach aus dem Itemshop kriegen. Creator-Code Savage, wir gehen rein. Let's go. So. Update ist das allererste Mal gestartet. No joke. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind, Leute. Wir gucken erstmal, was wir hier bekommen haben. Wir haben einen neuen Stil von Marigold bekommen. Bricht den Fluch des goldenen Händchens. Stil Phantomcode Marigold. Okay, sieht cool aus. Sieht cool aus. Dann haben wir ihr Ranked-Mode. Ich spiele ein Ranked-Match, um deinen Rang zu erfahren. Wir werden heute auch im Hintergrund spielen, beziehungsweise entweder werdet ihr ein Gameplay sehen oder spielen. Wir werden das dann hier mal ausprobieren. Saison 0, Ranked Solo. So sieht das Ganze dann hier aus, wenn wir hier auf Entdecken draufklicken. Beziehungsweise auf Durchsuchen kann man, glaube ich, auch gehen. Nee, sorry, auf Entdecken. Und dann sieht man hier Ranked Battle Royale, Ranked 0 bauen. Nice, dass es beides gibt. Okay, hat sozusagen den Arena-Modus abgesetzt. So, und hier sieht man dann Ranked-Info. Es gibt Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant, Elite, Champion und natürlich Unreal. Das ist dann halt ganz krass. So, das sind die drei obersten Ligen. Hier sieht man dann den Fortschritt von euch, Aufträge und Belohnungen. Wir bekommen hier pro Abschuss saisonale Belohnungen. Ey, das ist ja krass. Okay, 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 okay. Das ist cool. Es gibt Gruppenspielersuche und wenn ihr mit einer Gruppe Spielersuche unternimmt, dann sucht die Gruppe nach Spielern mit dem höchsten Rang. Wenn jetzt zum Beispiel euer Freund Rang, keine Ahnung, Elite ist, dann und ihr zum Beispiel die schlechteste Liga Bronze oder so ist, dann sucht ihr tatsächlich Elite-Spieler. Es gibt Turniere und Unreal-Rang. Das ist der höchste Rang. Nice. Okay, das ist schon mal neu. Und wir gucken mal kurz in unserem Spind nach, ob wir irgendwas bekommen haben von Fortnite. Manchmal bekommen wir ja Sachen. Und wir haben jetzt hier noch irgend so einen Soldat des 212. Bataillons haben wir hier bekommen. So, die sind alt. Okay, kennen wir. Jetzt gehen wir in den Itemshop rein, Leute. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? So, wir haben Goku Black. Den werden wir uns mal gleich auf jeden Fall kaufen, den Goku Black. Das ist ganz klar. Paket einmal bitte kaufen. Zack. Ah, der sieht schon wild aus, Freunde. Der sieht schon wild aus. Alter, die Spitzhacke ist ja krass. Guck mal hier, dann gibt es noch ein geiles Emote. Wild, Digga, wild. Gleich mal alles gekoppt. So, dann haben wir hier das Auftragspaket. Das ist ja schon einige Zeit, glaube ich, drinnen. Dann gehen wir mal weiter hoch, weiter hoch, weiter hoch. Und genau, das haben wir jetzt drinnen. So, dann würde ich jetzt mal sagen, wir gehen in einen Ranked-Modus rein. Ich erspiele mal für euch ein Gameplay und dann sehen wir uns gleich mal wieder. Wichtig noch, Leute, benutzt auf jeden Fall bitte meinen Creator-Code Savile im Itemshop, denn ihr wisst ja, ihr habt die Chance, einen Skin von mir immer zu bekommen. Wir haben Ranked-Aufträge hier noch. Die gehen wir auch nochmal ganz kurz durch. Guck mal, wie viele Aufträge wir. Alter, was wir hier alles kriegen. Tschüss. Guck mal, die ganzen Sachen können wir ja alles kriegen. Sticker, sogar noch ein Emote. Das ist ja krass. Ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den Map-Changes an, Leute. Okay? Und die ersten kleinen Map-Changes befinden sich tatsächlich bei Megacity. Denn wir haben hier zum Beispiel ein Logo mit dem Spider-Man. Bild drauf und unten drunter mit japanischer Schrift übersetzt heißt das Ganze Where's Miles? Also wo ist Miles? Und dann finden wir noch hier so ein neues Hologramm von einem Samurai-Krieger. Das ist jetzt auf jeden Fall neu bei Megacity. Aber die Sachen hören noch immer nicht auf der Map, denn bei der Zitadelle befinden sich jetzt tatsächlich auch diese Grind-Rails. Also man kann jetzt hier auch so ein bisschen über die Map schlittern auf euren Füßen und so sieht das Ganze hier aus mit verschiedenen Farben. Lila, blau, gelb, orange, grün. Richtig nice an sich. Dann, wir sind ja kurz vor Season 3, noch ungefähr einen Monat und auf der Map befinden sich gerade komische Bagger und komische Dinge passieren hier. Denn auf der Map sehen wir überall, wo die Risse angefangen haben, mitten in der Season. Aus diesen Rissen kommen jetzt so Wurzeln raus. Und das soll anscheinend das neue Dschungelbiom darstellen. Wir werden ja nächste Season ein Dschungelbiom kriegen, also eine Dschungel-POI. Das sind tatsächlich so Dschungelwurzeln von den Bäumen. Und die kommen aus dem Boden jetzt raus. Und das ist jetzt auch tatsächlich der Leak, warum diese Wurzeln da waren. Hier seht ihr auch kurz ein Video dazu, Leute. Blende ich euch mal hier ein. Wenn ihr bei diesen Wurzeln seid, dann bebt alles und man hört richtig krasse Geräusche. Hier, einmal eingeblendet. Das wurde auf jeden Fall jetzt bei der ganzen Map so ein bisschen geändert.
Genau, könnt ihr mal gerne abchecken. Aber es gibt tatsächlich noch ein anderes Video, Leute. Hier hört ihr den Zero Point nämlich. Das blende ich euch auch mal ein. Ihr müsst ein bisschen zuhören, weil das ist der Sound vom Zero Point, der unter dem Boden versteckt ist. Ihr habt's gehört, also völlig krass, was bei diesen Rissen jetzt abgeht, Leute. Ja, wir sind kurz davor, ein Dschungelbiom zu kriegen, wird sehr nice. Dann haben wir viele neue Ressourcen in Fortnite bekommen, wie zum Beispiel hier Mais, Maple Syrup, Milk, irgendwelche Dino-Eier, Nüsse und. Das Ganze ist für Kreativ jetzt verfügbar und das könnt ihr jetzt für Kreativ bzw. für den Unreal Editor auch verwenden. Oh, jetzt kommen wir zu den neuesten Skins, Leute. Denn wir haben nämlich anfassbare Skins bekommen. Die sind jetzt noch nicht in Itemshop, die werden aber jetzt demnächst rauskommen. Und bei denen kann man richtig viel customizen. Also, hier seht ihr zum Beispiel einen Screenshot von ChinaBR auf Twitter. Und ihr seht, man kann sogar beim Backbling hinten bei diesem Skin die 8-Bit-Version von dem Bild ändern. Also so ein Chibi 8-Bit-Bild ist da dabei und man kann verschiedene Charaktere hier anzeigen lassen. Richtig, richtig nice. Wann die Skins genau rauskommen, kann ich euch noch nicht sagen, aber ich habe natürlich noch mehr Bilder von den Skins für euch. Hier seht ihr noch mehr Bilder. Ihr seht, wir können die Haare komplett verändern mit verschiedenen Farben. Wir können oben alles ändern, die Farben. Dann können wir sogar verändern, ob wir einen Rock haben wollen, einen kurzen Rock, einen langen Rock, ob wir verschiedene Schuhe haben wollen, verschiedene Jacken. Das ist richtig, richtig krass, Leute. Man kann auch das Emblem ändern, bei welcher Akademie euer Skin sein soll. Man kann die Schattenstruktur ändern. Man kann entscheiden, ob man so eine Art Anime-Skin haben will. Normalen Skin oder so einen leichten Anime-Skin. Dann sehen wir hier den Typen davon. Ihr seht, man kann echt viel verändern. Alle Bilder mal hier eingeblendet. Krass. Feier ich. Die sollten mehr so Skins rausbringen. Dann kann jeder rumlaufen, wie er mag. Wann die rauskommen, keine Ahnung, Leute. Aber das sind anscheinend die Akademie-Champion-Skins. Wild. So, dann seht ihr hier andere neue Skins, die rausgefunden worden sind. Oben links seht ihr zum Beispiel Crossheart. In der Mitte Underworld, Desdemona, Combat, Tech Jewels, Clip und Vivi Chroma. Das sind Skins, die jetzt encrypted worden sind. Auf jeden Fall für das Crew-Uni-Paket, Leute, sind anscheinend diese zwei Skins vorgesehen. Wir haben hier einmal den Typen davon. Das ist nämlich dieser Typ hier mit seinen Narben oder so. Sieht auf jeden Fall nice aus. Und dann haben wir die Schwester, die wir anscheinend auch als Crew-Skin kriegen. Diese zwei Skins sollen wir kriegen. Die Schwester finde ich jetzt gerade nicht. Aber ja, so sieht auf jeden Fall das Gesicht von dem Typen aus. Das Krasse ist, Leute, im Spiel findet ihr gerade die Star Wars Lichtschwerter und es werden tatsächlich Star Wars Lichtschwerter, die neuen Spider-Man mythischen Handschuhe und die Attack on Titan Waffe alle in einem Moment im Spiel drin sein. Das hatten wir noch nie. Also nicht heute, sondern die nächsten Tage kann das tatsächlich so reinkommen. Und hier haben wir zum Beispiel noch ganz, ganz viele Skins, die jetzt tatsächlich geleakt worden sind mit den verschiedenen Dateinamen, mit den Codenamen. Ja, hier zum Beispiel Cindermax, Brain Matter und. Das können natürlich alle Skins sein. Hier seht ihr zum Beispiel ein kleines Bild. Ihr müsst vielleicht ein bisschen ranzoomen, welche Skins noch nicht rausgekommen sind aus der Umfrage. Hier könnt ihr einfach mal kurz anhalten und vielleicht ein bisschen ranzoomen. Es ist klein, aber das sind alle Umfrageskins, die noch nicht rausgekommen sind und irgendein Skin gehört da dazu. So, aber wie sehen denn die neuen Spider-Man-mythischen Handschuhe aus, Leute? Gar kein Problemo. Ich hab euch doch da. So, fangen wir erstmal an. So sieht das Ganze hier anscheinend aus und die heißen Spider-Verse Web-Shooters. Magazin 80 und Feuerrate 0,75. Also, wir haben 80 Stück. Die sind wirklich 1:1 wie die letzten Handschuhe werden die sein. Und so sehen die dann im Spiel aus. Wir haben hier ein Handschuh, nicht zwei, und einmal so ein komisches Gerät. Ich weiß nicht, was für ein Gerät das ist. Vielleicht erklärt es uns einer von euch in den Kommentaren. Aber das war es natürlich noch immer nicht, Leute. Denn wir haben noch zwei neue Items, die bald in den Itemshop kommen. Einmal GGWP und einmal hier dieser Backbling. Wurde jetzt auch gerade geleakt. Und wir haben zwei neue Perks im Spiel drin. Einmal Shotgun Strike und einmal Rarity Check. So
sorry, nicht neu, die waren schon drin, die Realitätserweiterungen. Und hier seht ihr jetzt mal ein Gameplay von den neuen Handschuhen von Spider-Man. Hier mal eingeblendet, ihr seht es gerade im Hintergrund, Leute. Da hat sich jetzt eigentlich nicht viel verändert. Das ist jetzt auch noch der alte Spider-Man-Skin, wenn ich mich nicht täusche. Die Animation haben sie jetzt nicht geändert oder so. Das sieht gleich aus. Vielleicht tun sie da noch vielleicht irgendwelche Animationen reinfügen, aber Stand jetzt hat sich nichts verändert. So, und jetzt kommen wir zu den Skins. Gleich mal, bevor wir dazu kommen, zu den Spider-Man-Skins, muss ich euch sagen, dass die Materialien von 999 auf 500 reduziert worden sind. Also könnt maximal pro Metz nur noch 500 davon haben. Jetzt kommen wir zu der krassesten Sache. Okay. Warte mal, seid ihr bereit eigentlich? Seid ihr bereit dafür? Seid ihr wirklich bereit dafür, Leute? Lasst einen Like da. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo da. Wir haben so lange auf diesen Skin hier gewartet, Junge. So sieht nämlich die Item Shop Preview aus von dem neuen Miles Morales Skin. Gebt euch mal, wie schön ist das bitte, Junge. Wie krass sieht der Item Shop aus, der rauskommen wird. Wie krass sieht der aus? Wir kriegen einmal Miles Morales Earth-1610 Skin. Wir kriegen einen Spider-Man Skin 2099. Digga, ich blende euch jetzt mal hier kurz ein, wie die Skins im Item Shop aussehen, Leute. Beziehungsweise im Inventar, sorry. Das ist der Miles Morales Skin. Gebt euch mal, wie krass ist das? Wie krass ist das? Wir kriegen den endlich. Und dazu gibt es zwei verschiedene Stile. Einmal mit Maske und einmal ohne Maske. Der Typ sieht einfach aus wie bei Dinger. Wie bei dem Film. Das war's aber noch immer nicht, Leute. Denn es gibt noch den Spider-Man 2099. Und wie krass sieht der denn aus? Digga, was ist das? Gebt euch mal bei seinen Unterarmen diese Klingen, Alter. Junge, 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 das ist zu krass. Das war aber noch immer nicht alles, Leute. Denn zu den Skins gibt es tatsächlich noch kostenlose Gegenstände, die wir freischalten können über eine Webseite. Wenn der Skin jetzt bald rauskommt, bekommen wir kostenlose Belohnungen. Da muss ich wahrscheinlich wieder auf der Webseite anmelden. Und dann kann man da seinen Fortschritt tracken. Und das sind alles Sachen, die man hier kriegt. Shocked Miles, Miguel's Glare. Dann bekommen wir hier so eine neue Spitzhacke und ein Spray von Spidey 2099. Aber ich zeige euch jetzt mal noch einen Emote von Spider-Man, der richtig, richtig cool aussieht. Nämlich hier, Leute. Da kommt so ein kleines Schweinchen raus und gibt uns dann die Spitzhacke in die Hand. Aber dann ist die Spitzhacke wieder weg, leider. Schade, dass man die Spitzhacke so nicht tauschen kann. Ja, das ist wirklich verrückt. Und wichtig zu erwähnen, Leute, die ersten galaktischen Imperium-Quests sind jetzt ebenfalls verfügbar. Gerade eben wurde das Ganze hier rausgehauen und ihr könnt ja wieder die Star-Wars-Quests absolvieren. Hier seht ihr zum Beispiel auch Lösungen für die Woche 10. Die sind jetzt nämlich auch online, Leute. Und nebenbei wurde der vierte und somit der letzte Teil der Syndikataufträge für die Storyline aktiviert, wobei ihr mit dem Abschluss diese Ladebildschirme bekommt. Wenn ihr alle Quests hier fertig gemacht habt, bekommt ihr noch den Ladebildschirm hier. Oh mein Gott, das Ganze wurde gerade auch geleakt. Wir haben hier zum Beispiel einen neuen kostenlosen Skin, den ihr euch bald kostenlos holen könnt, Leute. Wahrscheinlich nur auf dem PC. Diese Frau hier, die ist neu und die kriegen wir kostenlos. Wir kriegen ein Backblink, eine Spitzhacke, eine Waffentarnung und dann noch Quests dazu, Alter. Wild. Das waren alle Informationen zum heutigen Tag, Freunde. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Es war unglaublich krass, was wir jetzt noch heute bekommen haben und noch bekommen werden. In diesem Sinne, haut rein. Bis dann und ciao, ciao.